Wir kommen zur nächsten Ausgabe von RimWorld Solo, in der ich 100 Tage alleine in RimWorld überleben muss. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen als Organhändler probiert und haben versucht, Nieren und andere Organe aus Gefangenen rauszunehmen und die zu verkaufen. So, und jetzt laufen sie in diese Falle. Nein. Der ist hochbegabt! Es war eine schöne Zeit mit Pinocchio, aber es sollte nicht sein. Pinocchio 1 ist gestorben, aber Pinocchio 2 lebt noch. Wir sind inzwischen im Stromzeitalter, haben also hier ein Windrad, was angeschlossen ist an eine Batterie. Wir haben einen funktionierenden Fernseher. Wir haben eine laufende Hühnerzucht, die uns jeden Tag Eier produzieren. Unsere Defense könnte überarbeitet werden, sieht aber ganz gut aus. Genau, dann haben wir das Ancient Danger in der Folge davor schon geöffnet, haben das als unseren Hauptraum jetzt deklariert. Da schlafen wir drin, da forschen wir drin, da haben wir so ein bisschen Lagerstätte und einen Fernseher, für den wir aber noch keinen Sitzplatz haben. Da müssen wir mal schauen, ob wir uns eine Couch bauen oder sowas. Und mal, hier ist ein Waschbär, den würde ich auch gerne... Oh, der verdirbt bald. So, das heißt, wo ist unsere Schlachterbank? Hier, Aufgaben. Aufgabe hinzufügen. Kreatur schlachten, wiederhole für immer. So, das werden wir gleich in Angriff nehmen. Was ich heute auf jeden Fall hinkriegen muss, ist, dass wir die Defense weiter ausbauen, weil das ist ein bisschen zu knapp. Was passiert gerade? Ah, Chat spielt gerade ein bisschen. Wir müssen aber mal ganz kurz hier schlachten. So, und dann... Hühnerzucht läuft ganz gut. Wir haben hier bei den Hühnern... Wie geht's dem Wurm? Ich glaube, den haben wir doch überstanden, den Wurm schon, oder? Ah, nee, wir haben die noch, die Wurminfektion. Stimmt, wir haben in der letzten Folge haben wir uns eine Wurminfektion und mehrere Lebensmittel-Unverträglichkeiten eingefangen. Und wir müssen noch ein paar Mal heilen, damit wir die Wurminfektion komplett behandelt haben. Nächste Behandlung ist jetzt. Macht Chat das jetzt? Haben wir überhaupt noch Medizin? Ja, 6. Ja, Chat behandelt sich jetzt auch gleich. Die Wurminfektion ist aber nicht so super schlimm. Der Wurm überlebt uns noch safe. Könnte sein, muss aber nicht. So, wir haben uns jetzt nochmal behandelt. Wir schauen mal rein. Die Wurminfektion ist jetzt bei 259% Behandlung von 300%. Das heißt, wenn wir nochmal behandeln können, ist sie entweder weg oder dann noch danach nochmal weg. So, dann, ich will auf jeden Fall... dass es hier sauber gehalten wird. Und wir wollen hier einen Eierkorb hinbauen, damit die Eier von den Hühnern hier drin alle liegen. Der hier ist verdorben, den sollten wir wegtragen. Und wir müssen auf jeden Fall die Fallen hier wieder aufbauen. Haben wir Holz? Nein. So, das heißt, wir kümmern uns mal um mehr Holz. Ich glaube, hier liegt auch schon was. Gehen wir hier drauf, sagen die Waldarbeit auf eine 1. Bauen lassen wir auf eine 1, kochen auch. Reinigen machen wir jetzt mal gerade auf eine 2. So, genau, wir sind gerade bei Tag 58. Wenn es heute gut läuft und keine Angreifer kommen, die uns umbringen oder irgendwas anderes passiert, was uns umbringt, könnten wir heute in den Bereich von 80 Tagen vielleicht kommen. Es kommt ein bisschen drauf an, wie schnell ich die Zeit laufen lasse. Bei 100 Tagen wäre die Challenge geschafft. Der Typ liebt ausgenommen in seiner eigenen Kotze. Classic. Ja, warte mal, wo ist denn die Niere hin? Die Niere war gar nicht von dem. Haben wir versucht, ihn zu operieren und es hat nicht geklappt? Oder warum ist das Bein weg? Ich weiß es nicht mehr. Challenge. Hallo. Ist hier damals der Rheinsche heißt? Ja, Midgeist, ist keine Challenge oder was? Was ist sonst? Das ist keine Challenge für dich. So. Oh, wir haben hier noch hier das Metall sammeln wir ein. Das ist wichtig. So, dann bauen wir das hier ab. Ich brauche halt Holz. Wenn wir hier keine volle Verteidigung haben und der nächste Angreifer kommt, haben wir wahrscheinlich ein Problem. Ich muss auch die Kotze und das Blut wegmachen. Ist das Robert De Niro? Der war ganz gut. Am Herd Mahlzeiten mal 4 einzustellen, würde Chat etwas Aufwand sparen, weil er dann 4 gleichzeitig kocht. Ja, ich verstehe schon.
Das Problem ist, wenn wir dann nicht genug haben, kocht er dann trotzdem oder lässt er das dann? Wiederhole, bis du X hast. Dann gehen wir mal auf 8. Dann kocht er zweimal und dann pausieren wir das hier. Und machen die hier nach oben. Ist, glaube ich, besser. Er hatte eine Wundinfektion am Bein, die haben wir abgeschnitten. Stimmt! Er war verletzt, hat eine Wundinfektion bekommen, weil er die ganze Zeit in der Kotze und im Blut liegt. Und dann mussten wir das Bein abschneiden, bevor er stirbt an der Wundinfektion. Das war super knapp sogar. Ja. Er kocht erst, wenn er die Zutaten hat. Wie weit sieht es neben dem... Oh, der... Schaut mal, der Reis ist bereit zum Ernten. Dann holen wir mal die Ernte rein. Und wir brauchen trotzdem auch noch Holz, damit wir hier den Kasten für die Eier bauen können. So, was macht denn Chat gerade? Was ist denn gerade seine Mission? Baut Stuhl. Okay, das ist gut. Dass hier ein Stuhl davor ist, hilft dabei, dass wir hier schneller kochen können. Chat legt sich erstmal schlafen. So, Batterie. Ich habe das Gefühl, eine Batterie und ein Windrad reicht aktuell für alle unsere Bedürfnisse. Wir haben sogar den Fernseher aktiv und benutzen den gerade gar nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Frankensteins Monster steht auf. Okay. Letztes Mal haben wir den Ausbrecher. Das ist so cool. Also letztes Mal haben wir den Gefangenen, hallo, den wir die Nieren bin rausgenommen haben, YouTube? Haben wir mit der Shotgun gestoppt. Aber dann ist er gestorben. Der will nur spielen. Ah, okay. Ich will halt nicht in den Faustkampf mit dem gehen. Weil dann verletzt er uns, dann sterben wir. Gast, nicht Gefangener. Ja, sorry, natürlich ist nur ein Gast. So, wir lassen ihn die Tür aufhauen. So, Tür ist auf. Okay, ein Shot ist drin. Der stirbt in 22 Stunden, hat eine Blutung. Wir könnten jetzt einfach nicht mehr draufschießen. Nee, nee, nicht mehr draufschießen. Vielleicht bricht der zusammen. Oder kann der, warte mal, kann der überhaupt kämpfen? Ja, der kann Nahkampf, scheiße. Der hat unser Huhn getötet! Er hat Dr. Huhn, warte mal, unser Huhn hieß Dr. Huhn? Die letzten Ereignisse im Leben von Dr. Huhn. Das war der perfekte Name für einen Huhn. Mieses Schwein. Ja, jetzt müssen wir mit der Shotgun ran, oder? Jetzt müssen wir mit der Shotgun ran. Es tut mir leid. Er hat überlebt. Oha. Tod in 11 Stunden. Schuss, Schrotflinte, Blutung. Hier auch eine Blutung. Okay, das ist sehr, sehr gut. Dann gehen wir hier aus dem Kampfmodus raus. Und fangen ihn. Ich muss diese Tür hier wieder aufbauen. Haben wir Materialien, mit denen wir eine Tür aufbauen können? Ich könnte aus Metall, ich könnte eine Stahltür bauen. Weil da haben wir genug Material gerade von. So, dann gehen wir hier drauf. Strukturen. Tür aus Stahl. Um. So, Behandlung wird geholt. Let's go. Wieder zurück in die Kotzmarinade, ja. Okay. So, es wird hier versorgt. Geil. Ich glaube, der schafft's, oder? Ja. Ey, also, wir leveln auch die ganze Zeit Medizin damit. Und wir essen jetzt Dr. Huhn. Heute Abend gibt's Hühnersuppe. So, let's have a look. Wir haben Medizin inzwischen schon auf Level 9 geskillt, weil wir so viel operiert haben. Der hat noch ein paar Organe zum Rausnehmen. Ja, die holen wir uns alle raus. Wir holen alles raus aus dem, was geht. Halbe Lunge, Niere, paar Beine noch ab. Wir machen den komplett aus Holz. Alles, was geht. Kiefer aus Holz. Du solltest mal einstellen, dass Chat immer Medizin mit sich trägt. Warte mal, wie geht das? Wie geht das? Mitführen. Ah. Oha. Und wenn ich jetzt auf Chat gehe, Inventar, wo ist die Medizin?
Wäre es nicht besser, wenn du die Medikamente in der Nähe vom Gefangenen lagerst? Ja, wäre es auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt auch keine mehr. Aber wir können jetzt mal hier reingehen, sagen im Lager. Gehen auf... ich glaube, es ist hergestellt, oder? Medizin. Machen den Haken mal raus. Und dann sagen wir hier in dem Lager Medizin, Haken rein und sagen kritisch. Und vielleicht sollten wir alles verbieten, bis auf Medizin. Damit die auf jeden Fall hier gelagert wird. Ey, hier liegt so viel Kotze und Blut rum. Es ist wie ein Wochenende bei Gino. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen putzen. Wann läuft endlich unsere Glotze? Die läuft schon die ganze Zeit. Wir müssen nur einen Stuhl davor bauen. Oder irgendwas Bequemes eigentlich am besten. Eine Couch oder so. So, erstmal holen wir die ganze Ernte rein. Das ist super wichtig, dass wir Essen drin haben. Weil erstmal muss es hier gelagert werden, damit unsere... Oh ja, da gibt's Sexy Time. Die Hühner vermehren sich. Das ist sehr nice. Es ist voll geil, so eine Hühnerzucht zu haben. Das ist, wir kriegen die ganze Zeit Eier for free. Hier ist eine Quest. Nee, das ist eine Außenmission, die können wir direkt wegwerfen. Also alle Missionen, wo wir unsere Base verlassen müssen oder alle Missionen, bei denen wir einen Kolonisten bekommen, müssen wir kategorisch ablehnen. So, aber Mann, ich muss mal hier sauber machen. Habe ich das nicht reinigen auf eine 1? Machen wir Waldarbeit wieder auf eine 2. Bauen bleibt auf eine 1. Kochen bleibt auf eine 1. Den Rest lassen wir so. So, Chat schläft. Zumindest ist der Raum hier halbwegs sauber. Das ist wichtig. Wir hatten letztes Mal die Batterien erforscht. Ich überlege, was wir als nächstes erforschen könnten, was uns am ehesten was bringt. Automatiktüren glaube ich nicht. G-Fans, danke dir. Stuhl vom Fernseher stinkt aber. Ja, ich will auch keinen Stuhl vom Fernseher. Ich will so eine geile Couch oder so einen Sessel. Das Ding ist, bei einem Sessel brauchen wir halt geiles Material. Sessel aus Dünnleder, Sessel aus Glattleder, Sessel aus Vogelleder. 110 Stoff brauchen wir. Wir haben hier Glattleder 78. Dünnleder 26. Wir müssten jagen wahrscheinlich. Vielleicht weiter auf Waffen forschen. Ich würde eher... Warte mal, wir haben ja schon... Wir könnten sogar schon... Nährstoffpastespender können wir schon bauen. Wait. Ich kann ja schon die ganze Zeit Nährstoffpastespender bauen. Okay, das ist unsere nächste Mission. Also, wir bauen einen Nährstoffpastespender, damit wir nicht mehr Gefahr laufen. Oh, es kommt eine Besuchergruppe. Damit wir keine Lebensmittelvergiftung mehr bekommen und nicht mehr kochen müssen. Und wir bauen den aber hier rein. Weil dann haben wir hier, machen wir so einen riesigen Schlaf-Esssaal. Beziehungsweise könnte ich den so bauen, dass er hier reinmündet. Also wir bauen den hier hin und dann mündet der hier in den Raum rein. Chat bedient sich hier, ist hier an einem großen Tisch in einem großen geilen Speisesaal. Du hast keine Bauteile? Die können wir besorgen, die Bauteile, das ist kein Problem. Die gibt es irgendwo auf der Map, finden wir die safe. Ich glaube, ich hatte letztens sogar schon welche gesehen. Wo hat man die Bauteile gesehen? Hier war überall Stahl. Hier, das sind Bauteile. So, das hier abzubauen sollte schon reichen im Prinzip. Ich hätte aber, also, guck mal, bevor wir den Nährstoff... Leute, was ist hier los? Warum sind hier 200 Hühner geschlüpft? Wo kommen die her? Wer war das? Haben wir die befruchteten Eier hier? Haben wir nicht gesagt, befruchtete Eier sollen hier drin bleiben? Oh oh. Oh oh. Heizung aus neben dem Bett. Wie viel Grad haben wir denn gerade? Drin 30. Stimmt. Sehr guter Call. So, wir gehen mal auf eine Zieltemperatur von 21, dann schaltet die sich gar nicht erst ein. Schau, und mal, schaut der Fernsehen? Ah ne, er betet. Natürlich. Er stellt sich vor den Fernseher. Er stellt sich vor so einen 50 Zoll Plasmafernseher, um zu beten. Logisch.
Können eigentlich Insekten im Schlafraum spawnen. Wir haben es ein bisschen zugebaut. Da, wo sie spawnen könnten. Aber so ein bisschen risky, ein bisschen Risk haben wir schon noch. Okay, also. Ich glaube, wir sollten die Hühner reinbringen, weil die essen mein ganzes Essen. So. Die essen meine ganzen Mahlzeiten auf die scheiß Hühner. Verpisst euch. Ich verhungere wegen denen, Mann. Schlachte die. Nee, 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 wir schlachten die nicht. Wir bringen die alle hier rein. Wir machen eine insane Hühnerzucht mit so 1000 Hühnern. So, rein da, rein da, rein da, rein da, rein. Ja, 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 ja. Guck mal hier. Nur er bleibt. Alter, zieht euch das mal rein, wie geil das ist. Ich habe das in Minecraft auch schon immer geliebt, eine Hühnerfarm zu haben. Und irgendwie ist es in RimWorld noch geiler. Alter, wie viele das sind. Zieht's euch mal rein. Halbe Chat ist einfach hier drin. Konnte man nicht das Leder zu Flickenleder umcraften? Ja, das ging. Wo habe ich das nochmal gemacht? War das im Arbeitsplatz? Nein. Das war an der Nähmaschine. Ich glaube, ich muss eine Nähmaschine bauen dafür, am Nähtisch. Ja, aber wollen wir nicht einfach jagen? Wenn wir einfach jagen... Obwohl, einfach jagen ist auch so... Das könnte natürlich eskalieren, ne? Das könnte... Oh, warte mal, hier ist auch... Hier sind auch Bauteile. Die holen wir auch aus der Wand. Bergbau auf eine... Wozu jagen? Du hast auch eine Hühnerfarm. Geben ausgewachsene Hühner Leder... Geben die Vogelleder. Dünnleder haben wir nochmal dazu bekommen. Ja, wie im echten Leben. Nein. Wie Leder. Nein. Federleder. Straußenleder, man kennt's. Emma, es gibt Straußenleder, oder nicht? Die haben doch... Flickenleder erstellen. Ja, dann brauchen wir den Nähtisch. Na gut, was brauchen wir für den Nähtisch? Wir gehen mal auf die Produktion. So, der Nähtisch ist hier. Wir bräuchten nur 75 Stahl, um den herzustellen. Stahl ist auch gerade der Rohstoff, den wir am meisten über haben. So, wo bauen wir den Nähtisch hin? Hier hin? Ja, der passt da gut rein. Direkt neben dem Fernseher nähen, dann kann man irgendwie Barbara Salesch gucken und währenddessen nähen. Das ist geil. I like it. So, dann bauen wir hier noch einen Stuhl davor. Glatt... Nein! Unser Glattlager ist im Lager, unser Glattleder ist im Lager zerfallen, weil es nicht überdacht ist, ich Idiot. Fuck, wir brauchen ein überdachtes Lager. Okay, das heißt, wir überdachen das jetzt hier. Ganz ehrlich, der Gag war schon wieder... Der war ganz gut. Dankeschön. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Sandsteinblock. Das heißt, wir gehen hier auf Strukturen. Wand aus Sandstein. Bauen... Hier eine Säule hin und hier eine Säule und dann überdachen wir das. Zone, Dach erweitern, bumm, bumm. Könnte hier noch einstürzen, die Länge, ne? Meint ihr, das stürzt ein? Ich glaube nicht. Aber gehe ich das Risiko ein? Ich glaube auch nicht. Ah, wie die sich vermehren, ne? Das ist so wild. So. Okay, looks good. So, wir haben das jetzt überdacht. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr vergammelt. Denk an die Fallen. Ich glaube, die wurden so... Ach, stimmt. Die wurden gar nicht mehr aufgebaut. Oh, oh, wenn jetzt Angriff kommt, sind wir im Arsch. Wenn jetzt ein Angriff kommt, sind wir tatsächlich im Arsch. Baut Maschinenreste ab. Ah, wir brauchen das Holz. Holzus Hackus. So, dann gehen wir hier drauf, sagen Waldarbeit auf eine 1. Bergbau danach, dann lassen wir bauen drin. Reinigen machen wir kurz Prio runter. Warum Feuer? Also ihr wollt mich verarschen, ne? Ich bin einmal im Leben, gehe ich aus dem Haus. Und baue was ab.
Und dann schlägt ein Blitz in unser Stromkabel, oder was? In unser Feld. Okay. Wenn jetzt die Bude abbrennt, sterbe ich. Endet jetzt so der Run, oder was? Wegen einem Blitzeinschlag, wo ich gerade nicht daheim war. Leute, geht niemals aus dem Haus. Das ist die Lehre, die wir jetzt daraus ziehen. Das ist die Lehre, die man daraus ziehen sollte. Niemals das Haus verlassen. Ey, die Hühner brennen alle ab. Der Zaun brennt. Zum Glück haben wir... Jetzt kommen die Hühner raus und fangen an zu brennen. Die brennenden Hühner zünden jetzt hier alles an. Es regnet. Es regnet. Die Hühner rennen raus. Alle Hühner brennen. Alle Babyhühner brennen und sterben. Huhn 1 tot. Huhn 2 tot. Huhn 3 tot. Huhn 4 tot. Huhn 5 tot. Perfekt. Also hätte nicht besser laufen können. Okay, wir haben noch ein... Wir haben noch genug Hühner. Wir können es wieder aufbauen. Jetzt versorgt er die Hühner mit Medizin. Ich raste aus. Warum versorgt er denn die Babyhühner mit Medizin? Oh mein Gott. Okay, aber das Gute ist, das Feuer wurde gelöscht. Das ist gut. Ja, genau. Am besten die Medizin. Wie kann man das verbieten? Kann ich das runterziehen? Ja. Oh mein Gott. So, warte mal. Wir brauchen Schlafplätze für die Hühner. Hier Tierschlafplatz. So, okay. Oh mein Gott. Alles gut. Ist alles gut. Es hätte besser laufen können. Es hätte aber auch viel schlimmer laufen können. Wir konnten die meisten Hühner retten. Wir konnten die Base retten. Unser Windrad hat es gerade so überlebt mit 42 HP. Wir haben uns schlafen gelegt. Ich habe die Ersatz... Habe ich die Bauteile geholt? Wir haben 3. Liegen noch hier. Okay, die Hühner holen sich sogar wieder, die können wieder laufen. Wir müssen das Essen da lagern. Wir haben kein Essen mehr, wir verhungern. Wir haben 19 Mahlzeiten. Oh nein, warum ist der wach? Unterernährt, trivial, 4,2%. Das ist, ja, das ist richtig, okay. So, entspannt sich sozial, sehr gut. Besuchergruppe können wir wegmachen. Wenig Nahrung, wenig Medizin. Naja, wir haben 19 Mahlzeiten. Die Hühner verhungern halt nur. Obwohl, die können hier die Reispflanzen essen, ne? Wer ist er? Oh, den sollten wir essen. Also nicht essen, sondern schlachten. Ah, warte mal, der liegt hier außen, weil das hier ein Krankenbett ist. So. Nein, 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 nein. Nein! Der läuft in die Falle rein. Unsere letzte Falle, unsere letzte Defense, die wir haben. Nein. Nein. Okay, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt drüber freuen soll, dass der einfach durchkommt. Also, ist cool, dass er die Falle jetzt nicht ausgelöst hat, aber jetzt rennt er weg. Hä? Ninja-Huhn. Fang mich ein. Ja, ich muss erstmal das hier bauen, Mann. Oh, no.
Wir müssen die Hühner dann draußen von draußen wieder reinholen. So, können wir das mal hier machen? So, wir holen das Holz. Jetzt, lauf durch. Erstmal den Zaun zubauen. So, Hühner werden weiter versorgt. Ich wurde reingelegt. Was war das? Boom, Rattenfleisch im Lager verdorben. So, Holz ist hier. Holzer. Bitte aufbauen, bevor alle Hühner wegrennen. Hör auf, die Hühner zu füttern! Nein. Nein, 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 nein. Menschen jagen die Yorkshire Terrier, sind in das Gebiet eingedrungen. Nur einer, oder? Ist nur einer? Es ist nur einer. Alles gut, alles gut, alles easy. Wir schlachten das Huhn, der wird in die Falle laufen, ist tot, war's. Dann holen wir die Hühner rein, alles easy. Was? Wieso löst das Huhn jetzt die letzte Falle aus, die wir haben? Wo gerade die Killerhunde kommen. Okay. Wie viele Haustiere haben wir noch? Ja, noch mehr als genug. Wir müssen halt nur einen fangen dann. So, das heißt, wir müssen selber verteidigen mit der Shotgun. Wann kommt der Hund? Es sind drei! Okay, wir sind von ein Hund und wir haben eine Falle zu... Läuft. Wir haben keine Falle und es sind drei Hunde gegangen innerhalb von 10 Sekunden. Sehr gut. So, hier ist ja offen, ne? Ich mache jetzt hier auf und benutze unsere Backup-Fallen einfach. So, Kampfmodus, hier hin. So, kommen die? Doggos kommen. Die greifen ja nicht unsere Hühner an, ne? Die kommen jetzt einfach normal hier rein. Ja, ja, kommt rein, kommt rein, kommt rein. Kommt rein, ihr miesen Penner, und sterbt an den Fallen. Nice, down. Down. Die Tür zu und sieht es aus. Yes. Nee, 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 so ist besser. Wenn wir Tür zumachen und es aussitzen, verlieren wir voll viel Zeit. Den schlachten wir. So. Ah, Mann, der will sich schlafen legen. Nee. Nee, nee, nee. Erstmal anleihen. Lass mal erstmal die Hühner reinholen. Weil wenn wir die Hühner in der Base haben, können die sich befruchten und vermehren. Nee! Okay, erinnert mich bitte dran, dass wir morgen, also sobald wir geschlafen haben, dem Schnippel-Schorschi-Berger beide Beine entfernen und beide Arme, okay? Wir machen da Holzsachen dran. Die wollten doch nur spielen. Dass der überhaupt die Energie hat, immer wieder auszubrechen. Wart für das Huhn, dem fehlt ja schon ein Bein. Mann, jetzt macht er wieder meine geile Tür kaputt. Ich hatte Hunger. Ach so. Dann ist das hier. Hier liegt Chemik, nee, einfach Fleisch, ne? Warte mal, haut er jetzt die Tür kaputt? Scheiße. Der ist in Range. Warte, 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 warte. Wir können uns hier hinstellen. Wie lange braucht er noch? Ja. Okay, der hat eine Falle ausgelöst. Wie lange lebt er noch? 14 Stunden. Bruch, Stich, Stich, Stich. Unterernährt. Ich fürchte, mit dem nächsten Schuss ist er tot. Oder in der nächsten Falle. Alter, er tankt noch einen Shot. Der ist wie hier, wie heißt er von Halloween?
Michael Myers. Der geht nicht kaputt einfach. Kannst 200 mal reinschießen. Der steht immer wieder auf. Daneben. Falle. Und er lebt noch. Er lebt noch. Er ist einfach der Holzmichel. Oh. Wir machen den zum Holzmichel. Das ist ein geiler neuer Name, oder? Wenn wir den komplett aus Holz machen, könnte es der Holzmichel werden. Da habe ich ja voll Bock drauf. Okay. Nee, das wollte ich nicht. So, wir fangen den. Wir haben aber keine Türen, ne? Scheiße. Fängt er den trotzdem? Banger Joke, danke schön. So, zum Glück haben wir Medizin direkt dabei. Das ist sehr, sehr gut. Die Hühner heilen. Zumindest die, die noch leben. Ganz ehrlich, der Gag war schon wieder. Macht die gute Ernährung hier. Warte mal, dürfen wir dem rohes Fleisch geben? Ist das immer noch dieses Holzkernplacement, von dem alle reden? Was ist das? Danke dir. Ah, haben wir noch Holzkern eingeblendet? Nein, haben wir nicht. Ach so, das ist das. Stimmt, das ist das Holzkernplacement. Der Holzmichel. Wie viele Tage geht der Run schon? Wir sind gerade bei Tag 64. So, okay. So, wir müssen den mal essen. Wir müssen mal selber für uns Essen herstellen. Leute, wir haben kein Essen. Fuck. Ey, die Situation eskaliert. Haben wir vielleicht zu viele Hühner? Müssen wir Hühner schlachten? Wait. Haustiere. Männlich. Männlich. Weiblich. Weiblich. Männlich. Männlich. Okay, wir schlachten jetzt ein paar, okay? Wir schlachten jetzt ein paar von den Männchen. Sodass wir am Ende noch eins haben. Das wird unser Italian Chicken Stallion. So. Die Kleinen wachsen ja heran. Okay. So. Schutzhose normal ist im Lager zerfallen. Wo denn? Warte, warum hat das hier keinen Strom alles? Warum lädt unsere Batterie nicht? Hä? Weil das gekappt ist. Ich habe das gar nicht gemerkt. Habt ihr das gemerkt? Da ist ja der Blitz eingeschlagen. Oh mein Gott. Aber ist nicht so schlimm, weil hier drin brauchen wir eigentlich keinen Strom. Wir haben aber unseren Nähtisch. Aufgabe hinzufügen. Flickenleder herstellen. Wiederhole für immer. Wir machen jetzt einfach mal, bis wir alles haben. So. Okay, soweit aber so gut. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir selber nicht verhungern, ne? Ernährung ist auf null. Wo geht Chat hin? Betet. Nee, 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 jetzt wird nicht gebetet. Es wird geschlachtet. Was ist jetzt los? Wer ist verrückt geworden? Oh shit! Wir haben keine Fallen und jetzt ist hier so ein Bison am Durchdrehen oder was? Oh oh. Oh oh. Okay, einzige Möglichkeit, die ich sehe, wir machen die Tür zu und sitzen es wirklich aus. Oder wir versuchen den zu killen mit den drei Fallen, haben dann Essen. Aber der ist dann tollwütig, den können wir nicht essen. Wir machen lieber Tür zu. Wir sind tot. Wir sind tot, ja. Wir sitzen es aus. So. Okay. Ja, und die haben Spaß. Nein! Ach so! Ich dachte gerade Chat, aber nur Schlimpel-Schorschberger. Hat wieder eine Wundinfektion. Wo denn? Oberkörper? Nein! Den können wir nicht mit Holz ersetzen. Das ist der einzige Körperteil, den wir nicht ersetzen können mit Holz. Scheiße. Oder können wir Holzherz machen? Scheiße.
Habe ich noch Medizin? Nein. Ja, das sieht schlecht aus im Spechthaus. Okay, wir versuchen jetzt was. Wir versuchen jetzt diese Medizin hier zu ernten und ihn zu retten. Eine von den dreien. Ich verhungere aber selbst, ne? Oder habe ich Medizin dabei? Habe ich Medizin dabei? Vielleicht... Nee, komm, wir riskieren das jetzt. Come on. Hat er Medizin? Hat er Medizin? Qualität 26%. Die Wundinfektion ist bei 3,1%. Immunität ist gerade bei der Hälfte. Das sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Okay, Schnippel-Schorschberger ist wahrscheinlich RIP. Wir müssen uns jetzt um uns selber kümmern. Wir dürfen nicht verhungern. Wir sind schon unterernährt. 21% ist schon sehr viel. Können wir was kochen? Brauche zweimal rohe Nahrung. Wir brauchen Leichen. Technik, Alex, wir werden dich jetzt essen. Nee, nicht ausruhen jetzt. Essen. Ah, das ist für den Gefangenen reserviert. So, ist kein Gefangener mehr. Der stellt auch keine Gefahr dar. Wir essen jetzt was. Hey, nee, 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 was ist denn das jetzt? Habe ich gegessen? Aber nicht am Tisch. Egal. So, dann putzen wir erstmal, weil ich will selber keine Wundinfektion bekommen. Chat schläft. Perfekt. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Müssen nur jeden Task einzeln abarbeiten. Es ist möglich. So, als nächstes morgen, sobald wir aufwachen, fixen wir diese Stromleitung hier, damit unsere Batterie wieder laden kann. Dann bringen wir diese Tür hier auf Vordermann. Dann machen wir das Blut hier weg und den Dreck. So. Super gut. So, diese Tür hier fehlt, aber die können wir auch einfach auflassen. Dann lassen wir diese Hunde hier wegbringen. Keine Leichen, die hier rumliegen sollen. Soll ja halbwegs schön aussehen hier. So, Batterie lädt. Grandios. Dieser Stuhl hier wird nicht gebaut, weil wir kein Holz haben. Guck mal hier. Das ist der Bison, der so durchgedreht ist. Wollen wir den vielleicht jagen? Ist nach 100 Tagen ein Ende. Nach 100 Tagen ist erstmal die Challenge geschafft. Und dann haben wir überlegt, ob wir vielleicht eine neue Challenge starten, dass wir alle 100 Tage einen weiteren Kolonisten aufnehmen dürfen. Aber das entscheide ich erst, wenn es durch ist. Wir müssen erstmal die scheiß Fallen wieder aufbauen, Leute. Das ist das Wichtigste. What happened? Achso, die Quest ist abgelaufen. Medizinischer Notfall. Ja, es tut mir leid, wir lassen ihn jetzt sterben, ne? Es geht nicht anders. Wir kommen mit der Immunität nicht hinterher und ich kann seinen Oberkörper nicht abnehmen. Essen ist wichtiger und Düsseldorf auch. Richtig. So, Fallen werden aufgebaut. Very important. Bergbau 2, Bauen 2, Kochen 1. So, es wäre grandios, wenn Chat danach Holz hacken würde
Und wenn wir das Holz gehackt haben und die Fallen aufgebaut haben, dann als nächstes die Felder auch wieder anpflanzen. Weil wir müssen, wir brauchen eine Reis- und Medizinproduktion, dass wir niemals out of Essen gehen. Du verfütterst die Mahlzeiten an die Hühner. Ach so, habe ich das nicht eingestellt, dass sie nicht gefüttert werden sollen? Wo stellt man das ein, was die Hühner bekommen an Essen? Wie kann ich das verbieten? Weiß ich nicht. Gar nicht. Tierpflege, wo geht das? Aber hier steht Schlachten, da steht nichts. Mach Autoschlachtung an. Bei Haustiere kann ich nur die Medizin einstellen. Ich sehe nicht, wie ich das sonst hinkriege. Am Futtertrog eventuell. Das ist kein Futtertrog hier. Das ist die Eierkiste. Ich glaube, wir sollten ihn rausbringen, ne? Können wir den hier draußen sterben lassen irgendwie? Ich könnte versuchen, draußen ein Bett hinzusetzen. So, hier direkt schon neben die anderen Betten. Wir sagen, das sind Betten. Sagt ihm nicht, dass es keine Betten sind, okay? Und dann sagen wir hier, das ist ein Krankenbett. Und dann löschen wir das Bett hier. Und dann sagen wir... Ah ne, fangen geht nicht. Scheiße. Ich will ihn auch nicht töten, auf jeden Fall. Es geht halt nicht. Fuck, wir müssten hier einen Raum hinbauen, damit das geht. Okay, ich sehe einen Raum, Leute. Ich sehe einen Raum. Seht ihr den Raum auch? Wir haben einen neuen Raum. Das ist unser Sterberaum, okay? So. Machen wir das hier weg. Come on. Und dann priorisiere zu Bett bringen. Wo bringt er den hin? Dahin? Ja. Er hat ihn jetzt versorgt, was komplett sinnlos ist, aber wir leveln damit nochmal unsere Medizinskills. Das ist gut. Wir müssen jetzt selber noch was essen, ne? Fuck, wir verhungern die ganze Zeit. Oh, das mit dem mit den Hühnern, das nervt. Dass wir die ganze Zeit die Hühner füttern. Schlachten erstmal die hier. Okay, F in den Chat für Schnippel-Schorschberger. Ne, Schnippel-Schorniberger heißt er. Er hat sein Bestes getan. Aber er hat es leider nicht geschafft. Ja, dass uns jeder Gefangene einfach abschmiert nach 2-3 Tagen, ist auch wild, oder? Wir begraben ihn zumindest, ja? Wir erweisen ihm die letzte Ehre und begraben ihn später. Aber erstmal müssen wir selber hier schlachten. So, erstmal schlafen legen. Zum Glück ist unsere Stimmung sehr gut, obwohl wir minus 20 haben von unterernährt. Ich lasse Chat jetzt erstmal schlafen, damit er komplett erholt ist, weil das ist wichtig. Und dann werden wir die Hühner schlachten und machen daraus Mahlzeiten und essen die erstmal. Oder ist er an Unterernährung gestorben? Wie ist der gestorben, der Boy? Er lag den Verletzungen, okay. Wo ist Chat? Hier. Okay, es wird geschlachtet. Nice, I like it. Wir kriegen, warte mal, wir kriegen da doch Leder raus, oder bin ich blöd? Nee. Ja, essen Sie, Herr Chat. Nein! Nicht die Hühner füttern. Wie kann, ich muss es verbieten irgendwie.
Dann muss ich das immer manuell einstellen, dass er isst oder was? Das muss doch irgendwo... Ah, deswegen wollte er die füttern, weil die sonst an Unterernährung sterben. Die Betten löschen. Ah, die Betten sind das Problem, oder was? Testen mal. So, Chat entspannt sich sozial. Sehr gut. Danach bitte Blut entfernen. Ja, Blut entfernen. Die Leichen, die Hundeleichen entfernen. So, dann hier den Dreck wegmachen. Hier das Blut entfernen und den Dreck. Hier drin würde ich auch gerne sauber haben. Auch wenn es nur so bedingt geht, weil hier immer wieder alles dreckig machen, aber das passt schon. So, das sieht doch ganz gut aus. Okay. So, hier haben, wir haben noch einen, den wir hier essen könnten. Ja, und die Fallen müssen wir gleich aufbauen, das stimmt, ja. Das stimmt auf jeden Fall. So, der Raum hier ist ein bisschen... Ich meine aber, wenn man nicht reinguckt, weiß man nicht, dass der Raum so schlimm ist, ne? Wir lassen ihn da einfach erstmal drin. Haben wir die Falle schon ausgehoben? Nein. Die Falle, sage ich schon. Das Grab. Man kann auch einstellen, wie viele erwachsene Hühner maximal im Gehege sein sollen. Alle anderen werden dann automatisch vom Chat geschlachtet. Ah, bei Haustiere, Autoschlachtung verwalten. Aktuell haben wir 18 Hühner. Männliche Erwachsene. Warte mal, wir haben nur ein männliches erwachsenes Huhn. Ist ja genauso, wie ich es wollte. Männliche Junge haben wir 8. Trächtig aktuell 0. Gebunden aktuell 0. Okay, also wir könnten sagen, männliche Erwachsene maximal 3. Männliche Junge sage ich unendlich. Männliche Weibliche sagen wir unendlich. Männliche... Die machen alles unendlich. Okay, so. Und jetzt alle, die mehr... Also wenn wir mehr als 3 erwachsene Hühner haben... Werden die automatisch geschlachtet? Du könntest auch 2 Ställe haben. Einen für nur weibliche und einen für männliche. So befruchten die Männchen nicht die Weibchen. Das kannst du dann beim Animal Pen Marker einstellen. Ich will aber, dass sie sich befruchten. Die sollen sich ja befruchten, so viel wie es geht. Nur männliche werden geschlachtet. Genauso soll es sein. Genauso soll es sein. So, alright. Das hier ist gestorben, das machen wir weg. Jetzt haben wir auch wieder Mahlzeiten, das ist gut. Das macht Chat gerade, erntet eine Eiche. Blut und Dreck entfernen. Okay, so weit, so gut. Jetzt können wir langsam wieder die Felder angehen, oder? So, wir gehen hier auf die Feldarbeit wieder auf eine 1. Weil ich will, dass die angepflanzt werden, weil das... Also noch wichtiger ist eigentlich das hier. Dass die Medizin angepflanzt wird, weil Medizin... Kotzen wir? Sind wir, haben wir eine... Warte, haben wir gerade gekotzt? Wir brauchen Pastenspender. Der kotzt hier wieder alles voll. Der kotzt hier wieder alles voll. Fallen haben wir inzwischen aufgebaut teilweise, noch nicht ganz. Och nee, ey. So, wo baue ich denn hin, den Nährstoffpastenspender? Wir könnten auch den Raum hier teilen. Oder warte mal ganz kurz. Besuchergruppe kommt. Nee, weil dann können wir den ja als Lager auch benutzen, ne? Das wäre, glaube ich, so wäre es schon smart. So. Und dann ziehen wir den Raum hier so zu. Und haben hier so eine Art Kühlkammer. Die müssen wir noch nicht mal kühlen, wahrscheinlich.
Aber könnten wir dann teilen, ja, und dann Gefrierschrank machen. Genau, wir könnten dann hier erstmal eine Tür machen mit einer Doppelschleuse, damit die Kälte nicht rausgeht. Und dann hier nebendran eine Klimaanlage setzen. Das ist halt die Frage, wie viel Strom zieht die. Aktuell haben wir Überproduktion an Strom. Ja. Mann, ich will endlich mal einen Sessel haben. Ich habe noch nicht mal den Stuhl. So, okay. Erstmal bitte die Felder weiter anpflanzen. Was wird denn hier gemacht? Warum hat er das? Oh mein Gott! Wie kann man so einen Anfänger? Jetzt hat er das in die Tür gemacht, jetzt können die Hühner raus. Jetzt fressen die Hühner unsere ganzen Sachen hier. Das wurde weggegessen. Okay. Ich lasse ihn erstmal anpflanzen. Einer kann draußen rumlaufen, ist mir egal. Das ist mir egal, der kann, das ist kein Problem. Und wir sollten das Windrad reparieren, weil wenn da nochmal was einschlägt oder sowas, ist es kaputt. Und reparieren kostet, glaube ich, keine Rohstoffe, oder? So, erstmal schön hier anbauen. Genau, und jetzt hier schön mit... Nein, nein! Hä? Wie macht er das? Hä? Hallo? Ich will den erst einfangen, wenn wir die ganze Medizin angebaut haben. Weil das ist eine höhere Prio für mich. Warte mal. Wanderer tritt bei. Holland. Verwandtschaft. Eine Abtrünnige namens Holland ist eingetroffen und möchte sich der Kolonie anschließen. Sie ist gewillt, uns zu helfen, weigert sich aber freiwillig zu gehen, da sie behauptet, nirgendwo anders hin zu können. Du kannst sie ablehnen, aber deine Kolonisten werden sich daran stören, dass du jemanden in Not wegschickst. Holland ist in irgendeiner Form verwandt mit einem Kolonisten. Sie ist Chets Schwester. Oh shit. Eure Schwester ist da. Wir müssen sie aber wegschicken, das wisst ihr, ne? Shit. What do we do now? Haben wir gerade gute Laune? Ja, dann müssen wir jetzt schon ablehnen. Aufschieben bis Tag 100. Das geht nicht so lange, oder? Hier, wir schieben einfach so lange auf, bis es nicht mehr geht. Wäre schon witzig, wenn ab Tag 100 wir unsere Schwester dabei hätten, oder? So, hier wird auch angebaut. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, weil die Hühner essen das sowieso. Aber ist in Ordnung. Schon wieder eine... Warte mal, ist es eine neue? Oh mein Gott. Okay, ich brauche Nährstoffpastenspender. Wir kriegen dauernd Lebensmittelvergiftung, weil hier alles vollgekotzt ist. Das ist so ein Teufelskreis. So, was brauchen wir hierfür? So, können wir das anfangen zu bauen? Nukular ist vollständig geheilt. Sehr gut. Annehmen und dann gefangen nehmen. Ihr wollt also, dass wir die Schwester annehmen und sie dann im Keller gefangen halten. Nur bis Tag 100. Das ist so cool. Ja, aber ab Tag 100 meinte die, sagt dann, ach, du hast mich 20 Tage im Keller gefangen gehalten und jetzt willst du, dass ich deiner Kolonie beitrete. Ja, lass es machen. Als ob die dann da Bock drauf hat. So, was passiert hier? Konstruktion verbockt? Fuck. Das läuft halt in 12 Stunden ab, ne? Hm. Bei welchem Tag sind wir? Wir sind gerade bei Tag 69. Möchte ich an Tag 69 meine Schwester in den Keller sperren? Nein. Nein.
Nein. An 70 wäre okay, ja. Wenn wir Tag 70... Oh. Es ist actually Tag 70. Okay, dann bauen wir jetzt einen schönen Schlachterkeller für unsere Schwester. Ey, wenn das jetzt schief geht, ne? Wenn unsere Schwester irgendwie so ein 2-Meter-Hulk ist, der uns jetzt auf die Schnauze haut und wir deswegen die Staffel wegschmeißen. Wir haben noch 8 Stunden Zeit. Lass mal ein bisschen. Vielleicht kriegen wir unsere Lebensmittelvergiftung wenigstens noch weg. Wie lange hält die noch an? Wie lange hält die noch an? Schaffst du vom Essen her nicht? Haben wir nur ein bisschen Reis? Ey, wie dieses Huhn schon 98 Mal drüber gelaufen ist. Ich komme nicht klar, Mann. Ja, wir haben ja dann einen Nährstoffpaste-Spender. Wir können dann ein paar Hühner schlachten. Und wir kriegen dann Reis. Ja, ja, ja. Was war das? War das ein Zap? Dankeschön. So. Okay. Jetzt, ach, der Reis wird hier reingebracht für die Hühner. Das ist so dumm. Ey, mir reicht's jetzt mit dem Huhn. I'm sorry, aber... Das... Es trollt. Guck mal, wie ist es outsmartet. Yep. So. Ein bisschen kotzen. I like it. So, wir haben nur noch 2 Stunden für die Schwester. Oh mein Gott. Ich weiß, das ist eine Fehlentscheidung, glaube ich. Ist, glaube ich, eine Fehlentscheidung. Oh. Okay, machen jetzt finale Entscheidung. Eins. Fleisch mit Kotze als Paste. Eins. Wir nehmen die Schwester auf. Verbannen sie, aber nehmen sie gefangen. 2. Wir lehnen sie direkt ab. Ist dann eure Schuld, wenn es schief geht. Das wisst ihr. Überlasst komplett die Verantwortung euch. Ihr entscheidet komplett alleine. Episch! Weg mit die. So, Chat sagt zu 64% ablehnen. Sehr gut, smart. Die rationale, richtige Entscheidung. Gut entschieden. Wir haben jetzt ein bisschen Malus bekommen, weil wir Beitritt abgelehnt ist, aber nur -3, das ist kein Problem. Ich habe gerade Cheater gelesen. Quest abgelaufen, die Rettung von Shiba, okay. Alright. So, jetzt können wir uns um uns selbst kümmern. Das ist gut. Es regnet, der Dreck wird weggewaschen, die Kotze verschwindet. Unser Windrad dreht richtig durch. Wir reparieren das auch nochmal. Wir bauen dann unsere Fallen auf. Wir kümmern uns um Essen. Wir könnten auch ein bisschen jagen. Guck mal hier. Wollen wir Freaky Freak nicht ein bisschen abschießen? Der würde sehr viel Fleisch geben. Und Leder. Damit könnten wir unseren Sessel bauen. So, Windrad wurde repariert. I love it. Vielleicht sollten wir den aber erst schlachten. Wo geht der jetzt hin? Achso, holt Holz. Vielleicht sollten wir ihn erst schlachten, wenn der Spender fertig gebaut ist. Oh, guck mal, jetzt wieder Plush-Party. Sind die gefährlich? Sind Truthähne gefährlich? Oh. 37? Ist das gut? Nee, gar nicht, ne? Das ist die Rache für vorletzte Folge. Wegen dem Molotow.
Okay. Nice. Und wir haben direkt Essen geholt. Alright. So, das hier brauchen wir dann aber eigentlich auch nicht mehr, ne? Aber können wir auch so lassen, falls wir einen weiteren Besucher bekommen. Ey, Truthahn, gibt ja Leder. Vogelleder. Wer hat denn mal gesagt, dass das nicht gibt? Es gibt Vogelleder. So, wir holen Holz rein. Holzer. So. Den Hühnern geht's scheinbar sehr gut. Lass mal ganz kurz schauen, nächstes wie viele haben mal wir denn? Werfe ich den Molotow nicht so großzügig, Beporiot. Danke, Patty, für den Sub. So. Okay, wir haben zwei Mahlzeiten, die hergestellt wurden. Wir haben hier Strom, das passt. Die Tür würde ich gerne irgendwann ersetzen. Wir wollten aber ursprünglich immer Flickenleder herstellen, ne? Flickenleder herstellen, wiederhole für immer. Wir haben noch zu wenig Leder insgesamt, damit wir genug herstellen, glaube ich. Oh, warte mal. Wie ist die Chance, dass der durchdreht? Weil es könnte vielleicht gefährlich sein, den zu jagen, ne? 10%. Hm. 10%. Hier sind die 10% bei jedem Schuss oder was? Bei jedem Angriff? Wann fallen? Ja, machen wir jetzt. Wir haben jetzt Holz geholt. Müssen dann was essen. Der heißt Freaky Freak, also 100%. Stimmt, könnte sein. So, wenn unsere Defense steht, schon mal nice. Das Bett hier löschen wir. So, Fallen werden aufgebaut. Nice. So, Holz wird geholt. Ja, wir sollten den begraben dann. Okay. So, Mahlzeit wird gegessen. I like it. Oh, jetzt erstmal schlafen geben vor der Beerdigung. Okay. Wenig Medizin, wenig Nahrung. Aber ist angepflanzt, ist angepflanzt, ist angepflanzt. Ich weiß nicht, ob dieses Feld hier drin Sinn ergibt. Essen die das eher weg, bevor das überhaupt auswächst? Ich sehe das halt nicht richtig. Das essen sie, es passt schon. Ja, die essen das weg. Macht keinen Sinn. Bau lieber Heu an. Ja, aber Heu muss ich dann ernten und dann essen sie das Heu. Da kann ich ihnen doch eher dann einfach Reis geben, oder? Dafür ist es doch da. Ja, dachte ich eigentlich auch, aber die Frage ist halt, wie effizient das ist mit dem Essen. Nein, essen die auch vom Feld. Also die hungern gerade nicht, oder? Nee, sieht gut aus. Also scheint zu funktionieren. Heu bringt den mehr. Ja, schauen wir dann einfach mal. Hier gab es aber schon lange keine Sexy Time mehr, oder? Sind da welche schwanger? Da ist kein einziges schwanger, wieso nicht? Warum vermehren die sich nicht mehr? Oh, Sonneneruption ist schlecht. Wir haben jetzt Strom. Na gut. So, wie sieht's denn hier aus? Haben wir keine Bauteile mehr? Nein. Dann bauen wir hier nochmal Bauteile ab. Die holen wir uns dann. Warte, wer ist er denn? Kann man auch verrottende Sachen schlachten und das Leder rausholen? Schwangere Hühner, man kennt. Was? Man kennt sie? Ja, natürlich schwangere Hühner. Was ist jetzt los? Die sterben doch an Unterernährung. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Was soll das?
Also erstmal löschen wir die Batterie. Weil wenn die kaputt geht, haben wir ein Problem. Okay, gut. Jetzt können die Hühner raus. Jetzt rennen die Hühner hier wieder raus. Fangen an zu brennen. Alles andere brennt, die Hühner sterben. Ich hasse alles. Oh ne, ist ausgegangen von selbst. Never mind. Alles supi. Alles gut. Und die Hühner essen mein Fleisch. So, wie leihen wir die jetzt alle an wieder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so unlucky, dass es immer da einschlägt. Chance ist doch 1 zu 1 Million, dass zweimal derselbe Zaun kaputt geht. So, die holen wir alle rein. Nice. Okay, Problem gefixt im Prinzip. Wir müssen gleich mal was kochen und essen. Und schon wieder ist eine Henne gestorben. Aber es sind genug. Warum essen die... Chat, erklärt mir mal bitte, warum die das nicht essen. Also wie können die verhungern, wenn es doch hier Reis gibt, den die essen könnten? Kannst du Blitzableiter bauen? Ich glaube nicht. Es ist zu wenig. Ihr esst den Reis nur, wenn er fertig ist. Das heißt, wir sollten dann da wieder Reis drin lagern, wenn wir wieder genug haben. Ich habe selber 31 Mahlzeiten. Why? Einfache Mahlzeit kochen. 4. Oh, der macht 4x8. Er macht nicht 8, sondern 4x8. Das ist natürlich ein bisschen too much. Er macht 8. Plus 2. Ich habe 31. Ah, nee. Das ist da drüber, das Fleisch. No. Das war richtig. Okay, never mind. Ich dachte, ich hätte 31. Das Fleisch war... Ah, ich hab's gesehen, Chat. Ich hab's gesehen. Wir beruhigen uns jetzt. Ich hab's gesehen. Alles gut. So, den beerdigen wir. Den, bis hier geholt wurde. Ja, Pastaspende, I know. Nach und nach. Wir haben hier 5. Wir sind alleine. Wir müssen nach und nach die Aufgaben abarbeiten. Okay. Penumbralp redete schlecht über die Großeltern von Nimoko. Okay. So, wenn wir genug Holz haben, hier haben wir jetzt, bauen wir dann als nächstes diesen Stuhl. Übersinnliche Beruhigung für uns, das ist sehr, sehr gut. Was ich noch holen wollte, wo waren denn nochmal die Bauteile, die anderen? Wo hatte ich die? Hier. Niere ist im Lager zerfallen, scheiße. Hätten wir verkaufen können. Aber weniger Koloniewert. Wie ist unser Koloniewert gerade? Ist gerade so mehr oder weniger stabil. Steigt der Koloniewert mit den Hühnern, die wir haben? Du hast welche im Lager? 2 mindestens. Bauteile? Nee, wir haben nur die beiden hier. Im Lager sind keine mehr. Die würden ja hier oben angezeigt werden, wenn die im Lager liegen, oder? Ja, es steigt an mit den Hühnern, okay. Das heißt, wir sollten nicht zu viele haben. So, wir brauchen, glaube ich, für den Nährstoffpastospender 3 Stück insgesamt, oder? 3 Bauteile. Das heißt, eine reicht hier schon. Ich baue trotzdem mal ein bisschen mehr ab. So, und dann sagen wir danach... Alter, dauert das lang. Sind wir so schlecht im Bergbau? Drei. Uiuiui. Steht auf dem Schild im Gehege nicht, wie viel Essen
wie viele Essen haben. Oh, das weiß ich gar nicht. Futter. Da steht's ja wirklich drin. Nährwertwachstumsrate 0,32 pro Tag. Nährwertverbrauch 2,37. Aha. Das ist ja interessant. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall selber Essen reintun. Chat hat einen Schießrausch. Er wird die nächsten 8 Tage genauer schießen. Ihr wisst, was das bedeutet. Ihr wisst genau, was das bedeutet. Wo sind Pferde? Wie viel haben die Angriffschance, die Pferde? Leute, null! Es gibt Pferdelasagne heute Abend. Wir werden die alle abschießen. Warte mal. Erstmal Chat ausschlafen lassen in Ruhe. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, das? Hose aus Syngarn, schlecht ist im Lager zerfallen. Das ist gut. Die wollten wir eh nie tragen. So, okay. Quest. Blauer Lemurs Versteck mit Wertsachen. Nein. So, unsere Stimmung ist aber krass gut, ne? Liegt dann im geilen Raum aber halt auch. So, wir essen eine Mahlzeit. Ast rein. Erntet Reispflanzen? Nee, noch nicht. Wir gehen jetzt in den Kampfmodus. Gehen hier oben hin. Und jetzt werden Pferde abgeballert. Ja. Oh ja. Ey, warte mal, wie viel Leder bekommen wir daraus? Glattleder 47. Oh, das gibt viel Glattleder. Oh ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Warte, wir holen uns noch mehr. Hau ab. Cool. Nice. Dann kriegen wir nämlich unseren geilen Sessel für den Fernseher. Am Ende vergammelt eh alles. Egal. So. Okay, wie viel Leder haben wir jetzt? Aber weil hier kein Lager ist, sieht man es nicht, ne? Dünnleder, Glattleder, Glattleder. Einen machen wir noch, komm. Einen machen wir noch. Hier. Fischers Fritze. Fischers, sorry. Ist falsch gelesen. Okay. Und dann kommt der geile Sessel. Ey, mit Shotgun jagen macht voll Bock, das ist voll nice. Yes. Yes, yes, yes. So, danach sollten wir wirklich genug haben, um den Sessel zu bauen. Das heißt, wir sagen hier Produktion Möbel, Möbel, Sessel aus Glattleder. 110, aber wir haben da genug liegen. So, wo bauen wir den hin? Scheiße, geht nicht mittig. Okay, dann bauen wir den so hin und machen daneben so einen kleinen Tisch. So einen Beistelltisch. So, wie nennt man das? Nachttisch. Nachttisch. Hier. Da stellen wir dann das Bier drauf. Oh, geil. Und da drunter so ein Teppich wäre noch geil. Geiler kleiner Teppich. So. Ah, stellt sich über den Wert der Kolonie? Stats. Tag 75. Die Kolonie ist bei 17.000 Dollar Kolonie wert. Teppich, ja. Ja, ja, ein Teppich. So nennt man das. So, schön schlafen. Haben wir dann genug zu essen? Nein! Bitte nicht. Kein Blitz einschlagen, bitte. Bitte nicht. 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 Die Chance ist null, dass er nochmal hier einschlägt. Also 0,0. Okay. So,
So, wir schlafen schön. Der Wisch wäre hessisch. Ja. Was ist der Plural von Teppich? Teppiche. Der Blitz schlägt ein, weil es zu warm im Schlafzimmer ist. Ist es zu warm? Es sind 28 Grad. Draußen sind es 25. So, wo sind wir gerade? Hier. Okay, hier wird auch angebaut. Komm, wir bauen das jetzt. Ich will meinen Sessel haben. So, es passiert, Leute. Wir kriegen endlich unseren geilen Sessel für unseren geilen Fernseher. Auch komplett Ultra-Dekadenz. Haben so eine Kolonie, wo wir Pferdefleisch essen. Und dann haben wir so einen Plasma-Fernseher und einen geilen Sessel. Sag mal schnell, zehnmal schnell Teppich. Teppich, 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 Teppich. Teppich? So. Hey, warum ist er noch nicht fertig? Ey, wir müssen aber erst das ganze Fleisch machen, glaube ich, ne? Bevor wir das hier reinholen. Wann verdirbt man das? In 22 Stunden? Okay, wir machen jetzt ganz viele Mahlzeiten. Oh je. Wie viel Holz willst du hacken, deine Prius? Aber wir können ihn wieder runternehmen. So. Theoretisch können wir, wenn wir das hier fertig gebaut haben, dann den Raum bauen und das kühlen, könnten wir die fertigen Mahlzeiten auch nochmal kühlen oder das Fleisch halt reintun. Ich glaube, fürs Fleisch reicht es aber nicht mehr. Das verdirbt in 21 Stunden. Vergammelt der Reis draußen nicht? Doch, aber das dauert sehr lange. 39 Tage ist er vergammelt und die Hitpoints dauert auch, bis er weg ist. So. Das hier wird gebaut. Das ist echt krass. Ich muss die Zeit noch viel besser einteilen irgendwie. Der verliert viel zu viel Zeit mit irgendwelchen Sachen, die er einfach so macht. Baut Stachelfalle? Okay, das ist schon wichtig. Und das hier muss auch genommen werden eigentlich. Macht aber nicht. Erstmal schlafen. Oh, das wäre so schade, wenn das ganze Fleisch verdirbt. Nee, also da gehe ich vielleicht noch ein bisschen höher. Ich will nicht, dass das Fleisch verdirbt. Reis braucht viel Wasser. Feuer? Es regnet doch. Es geht von selbst aus. Alles gut. Pferdefleisch ist im Lager verdorben. Shit. Komm, jetzt koch's bitte weg. Koch es bitte weg. Nein! Warum verdirbt es so schnell? Warte mal, kocht jetzt Vergammelte? Nee, ne? Heizung ausschalten in der Wohnung. Die Heizung sollte gar nicht angehen von selbst. Weil die Zieltemperatur ist 21 Grad. Die geht nur an, wenn die Temperatur unter 21 Grad ist. Die sollte... Verbrauch niedrig. Ja, ist egal. Solange die Batterie voll läuft, ist in Ordnung. So, wir haben sehr viele Mahlzeiten jetzt. So, und jetzt wird er gebaut. Ja, es passiert wirklich jetzt. Come on, gib dir Mühe. Mach einen geilen Sessel. Einen super Sessel will ich haben. Was macht er jetzt? Wir haben einen exzellenten Sessel gebaut. Episch. Episch. Alter, was? Das ist ja voll geil. Boah. Exzellente. Nice. Und das wurde auch gebaut. Alter, gerade läuft's aber, ne? Willst jetzt nicht jinxen, aber gerade läuft's bei uns. Aber es müsste reichen, damit er connected. So, haben wir Steine? Nein, wir müssen Steine kloppen, Leute. Wie oft will der Blitz noch da einschlagen? Hä?
Zum Glück hat es geregnet, Mann. So. Alright. Wir haben noch Leder. Das hier holen wir hier. So, wo ist denn das hier? Steine hacken, ist es bei Handwerk? Oder war das keine? Handwerk kurz auf eine 1. Feldarbeit auf eine 2. Kochen auf eine 2, weil wir genug haben. Es kommt eine Besuchergruppe. Oh, mit denen könnten wir handeln. Guck mal, verrückt ist hier. Kann man vom Blitz getroffen werden? Das werden wir jetzt rausfinden. Also ja, man kann getroffen werden vom Blitz, ja. Schon öfter bei Tieren passiert. Wir müssen da noch Trichter dran bauen, ich weiß. Ja, stimmt, wir könnten versuchen, Hühner zu handeln. Wir müssen halt mal schauen, worauf die Bock haben. Wir können unsere Drogen verkaufen, wir können Gold verkaufen. Aber lass es mal Chat ausschlafen. Was macht der? Twitch 876431. Du hast gerade eine Mahlzeit gegessen, hast nicht dafür bezahlt. Was soll das? Schlingel. Pikachu, nein. Die essen alle mein Essen weg, Mann. Ich hoffe, es schmeckt. Essen ist Leben. Ich muss jetzt mit denen handeln. So, Chat, steh mal auf. So, was können wir handeln? Also, wir könnten kaufen Überlebensrationen. Das wäre nice. Wir können verkaufen Gold. Dann haben wir 401. Nice. Okay. Hemd aus Syngarn schlecht. Weg damit. Revolver, weg damit. Kurzbogen, weg damit. Psycho-Beruhigungsimpulsgeber, weg damit. Luciferium, weg damit. Oder wollen wir es aufheben? Für einen Ernstfall. Okay, lass die Drogen aufheben für einen Ernstfall. Bauteile, nein, die behalten wir. Und Medizin kaufen wir, bumm. Überlebensration kaufen wir alle, bumm. LMG? Aber ist unsere Shotgun nicht geiler? Die haben kaum Geld. Der Kauf ist Luciferium. Luciferium ist mega, solange es nicht ausgeht. So, ich überlege aber, ob vielleicht nicht also eine Shotgun geiler ist, um zu fighten. Weil wenn die mal hittet, dann haut die halt richtig rein. Wir haben ein Geschenk bekommen, eine normale Hose. Alter. Die sind ja mega nice. Warte mal, meine ist auch normal. Aber die ist 100 von 100. Remote ABC, Overspy Components. Aber die Bauteile haben wir doch. Ich pack das mal weg. Ich pack das hier auch weg. Packen wir auch weg. So, okay. So, wir bringen die Medizin rein. Haben wir jetzt schon mal vor dem Fernseher ge... Oh nein! Überfall, die Kalmare. Scheiße. Tintenfischangriff. Lester. Ist nur einer? Snackmarie ist es. Schönen Valentinstag allen. Ja, schönen Valentinstag. Kommt der Angriff jetzt? Ne, chillt noch, ne? Geschenk haben wir genommen. Oh, soll ich lieber mit der Shotgun? Der gebratene Knödelmann hat den kaputt gemacht, oder was? Ah, nee, Twitch war das. Guck mal hier, die haben den alle zusammengeschlagen.
Das war die Schuld, die ich noch offen hatte, wegen der Mahlzeit der Geklauten. Wir sind jetzt quitt. Wir sind jetzt quitt. Schuld ist mir jetzt nichts mehr. Gut gemacht. Okay. Aber wisst ihr, was wir mit dem machen können? Wir haben einen neuen Pinocchio. Das wird der nächste Holzmichel. Holzmichel 3. Okay, aber was ist hier noch passiert? Wer jagt Chat? Ein Puma ist hungrig und macht Jagd auf Chat? Ping. Wo? Okay, warte, wir gehen in den Kampfmodus. Anmerkung 1. Bibimbap ist ein beliebtes koreanisches Gericht, das mit Reis und verschiedenen Gemüsesorten, etwas Rindfleisch oder Tofu, einem rohen oder gebratenen Ei und Gochujang, einer Chili-Paste, zubereitet wird. Als klassisches Resteessen gibt es kaum... Ganz ehrlich, der Gag war schon wieder ganz gut. Vielen Dank, Dankeschön. Chat war draußen! Ich ein Jahr lang vergessen habe, dass ich ein Abo habe. Oh mein Gott, Tür. Ja. Come on, shoot! Oh! Oi. Tod in 4 Stunden. Den kann man nicht irgendwie retten und zähmen oder so, ne? Das geht nicht. Das ist zu gefährlich, oder? Das ist viel zu gefährlich. Nee, das mache ich lieber nicht. Kann man schon, ist aber zu gefährlich. Nee. Wir töten den jetzt. Und dann gibt's eine schöne Puma-Suppe. Heute Abend. Hey, nee, wo gehst du hin? So, okay, sehr nice. Guck mal, die Tür sollten wir offen lassen. Okay, aber nochmal, oh nein, wir haben jetzt vergessen, den zu retten. Aber in 13 Stunden erst. Den holen wir noch rein in der Folge. Und dann ist Ende. Und nächste Folge wird dann rumoperiert an Snack Marie. So, warte. Fangen, ne? Wir fangen. Das hier erlauben wir. Da sind Drogen, mehr gut. Und eine Hasch-Rauschgift-Zigarette. Lungentorpedo. 420-Palme. Nehmen wir auch. Okay. Gut. Entkleiden? Ja, maybe. Aber vielleicht in der Base erst. Also im Gefängnis erst. Oh, ich hoffe, der überlebt. Okay. Come on. Boah, wie weit der Weg ist. Nee, stopp. So, wie lang noch? 10 Stunden. Okay, behandelt womit? Ah, er holt die Medizin. Nee, behandel mal ohne. Behandlung aber ohne Medizin. So, come on. Schnittmesser, Schnitt. Oberkörper ist zerschnitten, Schusspistole. Ah, guck mal, jetzt schon keine Gefahr mehr. Nice. Mega nice. Okay, und das Geile ist, wir haben super viele Mahlzeiten, die wir verfüttern können, ne? Ja, guck mal, wird direkt gefüttert. Sehr gut. Nein! Wo? Och nee. Nee, nicht Oberkörper. Nee, Leute, nee. Nee. Warum Oberkörper? Habe ich Medizin dabei? Schnell Not-OP. Okay, Behandlung erfolgt bereits. So, die Wundinfektion ist bei 0,66%. Immunität bei 0,5. Bumm. 1,2 zu 0,8. Die Behandlungsqualität ist bei 9,1%. Es besteht eine Chance, eine kleine Chance, dass Snack Marie das überlebt. Aber es sieht irgendwie nicht gut aus. Es zieht davon, oder?
Es zieht so langsam davon. Oh no. Okay, sollen wir einmal die gute Medizin opfern? Nee, ne? Wir haben irgendwo gute Medizin. Wir haben einmal gute Medizin. Sollen wir die opfern? Nee, ne? Nee. Wir machen Kräutermedizin oder schlechter? Lass mich einfach. Nein. Wird niemand sterben. Sterben gelassen. Haben wir noch normale Medizin? Nee. Warte mal, hier lag aber welche. Wo ist die hin? So, aber hier endet die Folge für diese Woche mit einem Cliffhanger. Ob Snackmarie die Nacht überleben wird, erfahren wir dann in 7 Tagen wahrscheinlich. Hühnerkolonie steht. Wir haben jetzt einen Sessel und einen Fernseher. Es sieht sehr gut aus. Fallen sehen sehr gut aus. Wir sind bei Tag 78. Es könnte sein, dass nächste Woche schon Finale ist. Vom 100-Tage-Run. Und wenn wir die 100 Tage schaffen, überlegen wir, ob und wie es weitergeht. Okay, geil. Nice, dann speichere ich jetzt schnell. Und dann geht's nächste Woche, geht's dann wieder weiter. So, so. Lo. Das war Folge 4, oder? Ja. Folge 4. Mit Pinocchio 3. Speichern. Okay, nice.